Hallo, liebe Solopreneure, hier ist die Shalia. Grüß dich. Grüß dich an diesem wunderschönen Mittwoch, glaube ich, ist es. Heute hatten wir einen sonnigen Tag hier in Erbstein und ich fühle mich heute inspiriert, mit dir diesen Gedanken zu teilen. Und zwar, das Video heute steht im Zeichen von dem Titel des Videos, nämlich Inspiration oder Unsicherheit, auf welchen Fuß stehst du gerade in deinem Business? Und das ist ein Thema, das diese Woche aufgekommen ist und worüber ich drüber nachdenke in letzter Zeit öfters. Und zwar, es ist die Idee, dass wir handeln in unserem Business, in unserem Leben, wenn wir sagen wir unserem Business, weil das ist der Kontext, in dem wir uns hier heute sehen. Und egal was ich mache, es könnte nach außen gleich aussehen, was du machst, aber der Fuß, auf dem du stehst, macht einen Unterschied für dich in der Erfahrung. Jetzt klingt es ein bisschen abstrakt, denn ich versuche das deutlicher zu machen. Und zwar, ich gebe euch ein Beispiel. Heute war ich auf der Seite von meiner College, wo ich ursprünglich studiert habe, als ich mit 17 an den College gegangen bin. Und zwar an einer kleinen Frauenuniversität in Atlanta, Georgia, beziehungsweise Decatur, Georgia, mit dem Namen Agnes Scott College. Also eine College nur für Frauen. Wir waren nur Frauen dort und ich habe dort 3 Jahre, 3,5 Jahre verbracht. Ich war ziemlich schnell durch mit meinem Studium, weil ich nach Deutschland zurückzischen wollte. Und wir haben eine Alumni-Gruppe von all denjenigen, die dort einen Abschluss gemacht haben. Und dort kann man sich austauschen zu verschiedensten Themen. Häufig werden Themen von der Universität, von dem Präsidenten gepostet und so weiter. Aber wir dürfen uns auch einbringen. Und heute habe ich das Gefühl gehabt, heute ist der Tag, wo ich mich inspiriert fühle, dort aufzutauchen. Und zwar nicht im Rahmen von meinem Business, aber ich nutze das Beispiel trotzdem. Und zwar, ich bin immer noch dabei, im Rahmen meiner Ausbildung mit Michael Neal an der Supercoach Academy, ich bin immer noch dabei, Leute einzusammeln, die mit mir persönliches Coaching machen wollen am Wochenende, sodass ich meine 75 Stunden hinbekomme und abhaken kann für die Ausbildung. Also nicht nur abhaken, ich möchte unbedingt lernen und die Erfahrungen sammeln auf diesem Weg. Und vor Wochen, für ewig her, ist mir die Idee gekommen, du könntest doch dort in der Gruppe posten, bei deinen College-Schwestern sozusagen, und das Angebot aussprechen. Vielleicht braucht jemand deine Unterstützung. Und heute fühlt es sich nach langer Zeit, ich habe diese Idee schon ewig, aber heute fühlt es sich so an, als wäre es der Tag, wo ich das mache. Und ich bin einfach reingegangen, unüberlegt, einfach inspiriert, mit dem Gefühl im Herzen, ich spreche eine Einladung aus, es könnte anderen helfen, ja, so meine College-Schwester helfen, wenn sie mit mir das Coaching machen. Das ist dieser Fuß, wenn ich auf den Fuß stehe in meinem Business. Ich bin einfach inspiriert und ich mache eine inspirierte Handlung, einfach weil eine Idee da ist und auch jetzt reif ist und getan werden will. Okay? Und in diesem inspirierten Handeln mache ich keine zusätzliche Bedeutung über mich. Okay? Das wäre dieses inspirierte Seite, wenn ich mein Business von dem Fuß aus führe, der Inspiration. Der andere Fuß, von dem aus, oder wo ich mein Gewicht verlagern könnte, wäre die Unsicherheit. Stelle dir folgende Situation vor. Gleiches Szenario, gleiches Handeln. Stell dir vor, ich würde hingucken auf dieses Zettel von den 75 Coachings, die ich brauche, um meine Zertifizierung zu bekommen. Und ich würde sagen, hingucken und schauen, ich bin weit davon entfernt. Ich habe vielleicht 30 Coachings, noch 1,5 Monate in dem Programm. Und ich brauche mehr als die Hälfte noch, um hinzukommen.
Ich würde in mich spüren einem Gefühl von Shit, ich stehe hier, ich müsste eigentlich dort stehen. Und ich würde mich unsicher fühlen, ob ich das schaffe. Und ich würde die Tatsache, dass ich hingucke auf diesen Gap, auf diese Lücke, und ich würde dieser Lücke eine Bedeutung geben. Ich würde meinen, das sagt etwas über mich aus, wenn ich das nicht schaffe. Oder ist es bedrohlich für mich, wenn ich diese Zertifizierung nicht bekomme? Egal, also ich finde jetzt gerade was. Also ich gebe dem eine Bedeutung. Und wenn ich von dieser Unsicherheit aus handle und da reingehe, vielleicht ist auch die Bedeutung in meinem Kopf, hoffentlich sagt jemand zu. Hoffentlich gehen diese Frauen und schreiben mir eine Private Message und melden sich in Scharen an, weil nur wenn sie darauf zugreifen, bedeutet das, dass ich Erfolg haben werde und dass ich das richtig mache hier und so weiter und so fort. Gleiches Handeln, ich könnte auch auftauchen in dieser College-Gruppe auf Facebook und meine Angebote lächelnd anbieten und niemand würde mitbekommen, auf welchem Fuß ich gerade stehe. Vielleicht bin ich wirklich gut im Überspielen von meiner Unsicherheit. Das sind wir viele von uns, oder? Aber ich würde spüren in mir dieser Druck, diese Dringlichkeit, diese Bedeutung, was passiert, wenn das eine oder das andere eintritt. Und ich wäre vielleicht im Innen behaftet oder angehaftet an dem Ergebnis, was dabei rauskommt. Wenn du in deinem Leben in einer Yogastunde gewesen bist, wenn du mal mitgemacht hast mit einer Aerobic-DVD, egal, es gibt so viele Arten von verschiedenen körperlichen Bewegungen, die wir machen. Und du kennst das vielleicht auch. Manchmal gibt es diese Idee, lehne nach rechts ein bisschen, spür, auf welcher Pobacke du sitzt und wo der Schwergewicht gerade liegt. Nehme wahr in die andere Richtung, auf der anderen Pobacke, ja, wo sitzt du, wo der Schwergewicht ist. Oder lagere dein Gewicht auf dem Fuß oder dem Fuß. Es geht in Richtung dieser Wahrnehmung. Kennst du das aus diesen körperlichen Übungen? Und das ist das, was wir besprechen im Coaching oder ich im Coaching mit 1:1 Kunden oder in unserem kleinen Gruppenkontext, ist, dass es um die Wahrnehmung geht. Und da möchte ich einfach ein bisschen hingehen in diese Wahrnehmungsrichtung, weil das ist wirklich das Wichtige. Weil, hier ist das Ding. Wenn ich diese beiden Füße, und jetzt nutze ich meine Hände, um die Füße darzustellen, wenn ich sage, du kannst dein Business führen mit dem Schwerpunkt auf diesem Inspirationsfuß liegend. Das wird sich im Innen wesentlich entspannter sich anfühlen, wesentlich mehr im Einklang mit dir, mit deinem Business, mit den anderen Personen im Außen. Das ist einfach ein Gefühl von, das Leben passiert, die höhere Intelligenz drückt sich in alle möglichen Formen auf diesem Planeten aus. In Schmetterlingsflügeln, in wunderschönen Bäumen. Es drückt sich genauso aus in meinem Business. Und diese Inspiration, die ich fühle, ist nur ein Ausdruck von dieser höheren Intelligenz, die sich überall sonst auch im Universum ausdrückt, in den Galaxien, in den Meeren und so weiter. Und ich bin ein Teil davon. Das ist dieses Gefühl, was du spürst, wenn das Gewicht auf der Seite ist. Und auf der anderen Seite von dieser unsicheren Fuß, wenn du dort mehr Gewicht drauf gerade hast, das fühlt sich meistens schwerer an, es fühlt sich ernster an, es fühlt sich, Nicole schreibt, sie spürt ihren Po. Gut zu wissen, Nicole, danke, dass du mir das sagst. Es fühlt sich schwerer an auf dieser unsicheren Seite und zwar, das nenne ich immer so meine kleine Shelia. Meine kleine Shelia, die sich unsicher fühlt, die überall Mangel sieht, die überall das Gefühl hat, ich bin weniger als der. So, da bin ich wieder. Aus irgendeinem Grund zum ersten Mal in meinem Leben ist Facebook einfach hat aufgehört. Es wollte nicht hören, was ich gerade sage. Ich führe weiter und verlinke das Video von vorhin direkt mit diesem
Und zwar, wir waren gerade auf dem Fuß stehend mit einem Schwerpunkt auf dem Fuß der Unsicherheit. Und ich habe gerade erklärt, dass sich das dort schwer anfühlt. Dass die kleine Shelia immer in diesem Gefühl ist von, wir sind nicht sicher. Das, was wir haben, ist nicht genug. Dort, wo du jetzt stehst, ist nicht der richtige Ort. Es gibt einen anderen Ort, der besser wäre. Das ist die kleine Shelia, die alles, was sie tut und im Außen gibt, eine Bedeutung gibt. Also wenn ich das Marketing mache, dann ist es dieser kleine Schalje wichtig, dass auch das eintritt, was sie sich vorgestellt hat. Also es ist alles da, wo wir Erwartungen haben und Anhaftung und so weiter, wo dieser kleine Schalje sich versucht zu sichern in diese Welt. Und diese kleine Schalje, die unersättlich unzufrieden oder sich unsicher fühlt. Okay? Und wenn ich dort Dinge mache, oder von diesem Ort weg, auf diesem Fuß in meinem Business Dinge mache, ich könnte das Gleiche machen wie vorher, aber es fühlt sich anders an. Es fühlt sich erheblich anstrengender an. Es fühlt sich schlechter an einfach. Und heute haben wir das, oder gestern war das, in einer kleinen Gruppe haben wir über diese zwei Positionen geredet, woraus man sein Business führen kann. Und dann hat eine meiner Kunden gesagt, Shalia, ich möchte mein Business von dort aus führen, von diesem inspirierten Fuß, ja, wo das Leben fließt und wo ich, wo ich unpersönlich bleibe, wo ich meine Identität nicht dran hafte oder keine Bedeutung dem hinzugebe. Ich würde lieber dort sein, als mein Business von diesem anderen Fuß zu führen, aus der Unsicherheit heraus. Und seit gestern, als sie das gesagt hat, denke ich darüber nach, weil ich in dem Moment so spontan gesagt habe, ja, ich auch, willkommen im Club. Wer möchte nicht sich besser fühlen? Dieser eine Fuß fühlt sich einfach besser an. Und in den letzten Stunden, seitdem wir diese Unterhaltung haben, habe ich begonnen, was zu merken. Das ist echt ganz wesentlich und deswegen wollte ich es heute auch mit dir, mit euch teilen. Nämlich, wir können uns wünschen, was wir wollen. Wir werden die ganze Zeit im Leben von dem einen Fuß zum anderen schwenken. Es ist echt unmöglich, aus meiner heutigen Warte, frag mich in ein paar Monaten oder Jahre wieder, aber aus meiner heutigen Sicht heraus, es ist unmöglich, ständig nur auf dem Fuß der Inspiration zu stehen. Wir sind menschlich, Menschen. Unsere menschliche Erfahrung heißt, wir verlagern unser Gewicht immer wieder ganz automatisch auf diese sichernde Seite, dieser unsicheren Fuß. Und was ich gesehen habe seit gestern ist, dass es gar nicht darum geht, das kontrollieren zu wollen, auf welchem Fuß man gerade steht. Weil wenn man zum Beispiel sagen würde, ich mache nur mein Business, wenn ich auf dem inspirierenden Fuß stehe, dann wird es Zeiten geben, wo du über Tage oder Wochen nichts tun kannst. Das kann nicht die Lösung sein. Und auf der anderen Seite kann es nicht die Lösung sein, dass man sich verliert in diesem kleinen Schellchen, in diesem unglaublich unsicheren, bedeutungsangehafteten Sein und in diesen Film abdriftet, der Unsicherheit, die gar nicht real ist, weil das führt nur zu einem, auf einem Leidensweg auf Dauer. Aber was ich sehe, was die Lösung ist für mich persönlich, und ich bin gespannt, was du dazu sagst und wie du das empfindest, ist genauso wie in diesen körperlichen Übungen, die wir besprochen haben. Einfach hinzuspüren, wo bin ich gerade? Bemerken, wo bin ich gerade? Ah, ich bin auf der Inspiration oder ah, ich bin auf Unsicherheit. Und allein diese Wahrnehmung beginnt die Dinge zu shiften, weil es kommt darauf an, den Unterschied zu erkennen. Das ist das Wesentliche. Das ist deine einzige Verantwortung als die pure Wahrnehmung, die auf die Sachen schaut und spüren kann, hier oder hier, hier oder hier.
Und je mehr du in deiner Wahrnehmung dich besserst und spürst, ich bin gerade auf dem inspirierten Fuß oder ich bin auf dem unsicheren Fuß, desto mehr wirst du einfach das annehmen, was gerade ist. Und gleichzeitig wird es dich immer weniger tangieren. Deine Erfahrung dessen wird eine friedlichere sein. Und du wirst beginnen, die Freiheit darin zu empfinden, weder den einen oder den anderen Fuß zu präferieren, das nicht anders haben zu wollen, als gerade ist. Und alleine das wird deine Erfahrung als Unternehmer oder Unternehmerin deutlich in die Höhe heben und dir unglaubliche Freiheit bescheren. Das war es von mir heute. Jetzt schaue ich jetzt gleich, wie ich diese zwei Videos zusammenbekomme, wo das gerade unterbrochen war. Es würde mich sehr interessieren, was du heute gesehen hast oder gehört hast. Teil mir das mit in dem Kommentarbereich, sodass ich auch mitbekomme, wie du denkst, was du siehst. Das ist mir unglaublich wichtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.